Ach so, falsche Taste. Mist. Ich sollte nicht E drücken, sondern Q. Q. Schießt er seinen Bogen. Und der Stab ist weg. Was zur Hölle? Der Stab ist komisch. Als... Das würde ich ja fast gerne laden. Warte mal, habe ich jetzt ein Autosave, als ich hier reingegangen bin? Autosave vor Hamdale, okay. Also nicht, weil ich den Stab jetzt unbedingt behalten will. Ich will wissen, was passiert ist. Also das ist sein Quickspell. Das hat nichts mit dem Stab zu tun. So, sie kriegt den Bogen nicht mehr in der Hand. Der kommt weg. Wenn ich jetzt Q drücke, Q ist deren Pfeilschießtaste. Na? Q, Q, Q. Wenn sie jetzt Q drückt, haut sie zu. Und der Stab ist weg. War das ein leerer Stab? Ich glaube, das ist der Haken an dem Ganzen gewesen. Der Stab hatte nie Ladung. Ja, gut. Sehr kurios. Also wir hätten ihn verkaufen können und ein bisschen Geld machen, aber nö, das passt schon soweit. Okay, bisschen Inventar ausmüllen. Wir sollten demnächst nach Erassia, um das ganze Erz einzutauschen. Du da, du da. Rest ist alles Questzeug. Wie Tränke. Also die Augen können inzwischen weg. Können wir das wirklich brauchen? Also Blitzstrahl behalten wir auf jeden Fall. Eisstrahl macht viel zu wenig Schaden. Schild verletzen. Nee, die anderen können alle wegverkauft werden. Sonst haben wir echt nicht genug Platz, um alles mitzunehmen, was wir mitnehmen wollen. Das ist ärgerlich. So, haben wir hier noch irgendwas? Dolchen können wir auf den Boden schmeißen. Jetzt müllen wir nicht unser Inventar zu, sondern unser zukünftiges Zuhause. Mana-Tränke. Perfekte Mischung. Mana-Tränke. Geschafft. So. Und du verkaufst jetzt... Achso, das Zeug kannst du ihr. Dann verkaufen wir die ganzen Schriftrollen und danach... Was machen wir danach? Wir könnten nach Sprüchen shoppen gehen. Punkte verteilen können wir auch noch. Also reparieren solltest du auf 4 haben. Hast du auf 4. Kondition wolltest du auf 4 haben, damit du es auch Experte werden kannst. Waffenmeister genauso. Wir wollten Körpermagie steigern, damit du heilen kannst. Schild ausweichen. Körpermagie. So. Meditation kannst du Experte werden. Mach mal einen Punkt drauf. So. Das ewige Spiel. Wassermagie erhöhen oder Meditation? Erkennen sollten wir auch nochmal erhöhen. Wir haben es ja gerade gesehen, dass sie die Stäbe nicht erkennen kann. Also das einmal. Und Feuermagie. Es ist absolut sinnlos, es eigentlich zu erhöhen. Das ist Punktverschwendung. Alles mit einem Fackellicht stört mich einfach. Also tun wir jetzt einen Punkt drauf. Hält es wenigstens doppelt so lang. Ja, das war's. Luftmagie. Ja. Bogen kannst du nicht Experte werden, also ist egal. Alchemie nochmal erhöhen oder Meditation? Meditation. Und du? Pfeilschnell. Okay, Schild auf Experte, dass ihr bestimmt öfters überlebt. Und Streitkolben können wir auch für Experte bringen. Aber ne, die hier sollten vorgehen. Welches denn? Körpermagie denn für mehr heilen? Geistesmagie. Was benutzt du bei Geist? Furcht verjagen.
Ja, nee. So verletzen als auch heilen ist Körper. Steiger mal Körper. So. Ja, die Schulen hier waren alle nicht so dolle. Seele. Willkommen in der Gilde der Seele. Fluch entfernen. Oh doch, das ist praktisch. Heldentum. Betrifft die ganze Gruppe. Charaktere. Nach einem erfolgreichen Angriff verursacht der Schaden. Was? Der Zauber erhöht den Schaden, den die Charaktere nach erfolgreichen Attacken verursachen. Ja, das wird gekauft. Bewahrung haben wir schon. Schicksal. Haben wir noch nicht. Leben erspüren haben wir auch nicht, aber genaue Trefferpunkte vom Gegner wissen will ich gar nicht. Prozentual reicht mir völlig. So, einmal lernen bitte. Ich probier's gleich. Ein neuer Zauber, perfekt. Feuer nö, Wasser nö. Geist. Willkommen in der Gilde des Geistes. Furcht verjagen hat er schon. Geistresistenz, nö, nö, nö. Kein einziger Expertenspruch, das ist doch mau. Das ist Luft da oben, hier. Willkommen in der Körpergilde. Hammerhand, nein. Regeneration. Experte, langsame Heilung, Zauberdauer, eine Stunde pro Fähigkeitswert. Kostet nur 5 ZP. Ich glaube, den kaufe ich. Wir haben so viel Gold. Ja, den kaufe ich. Giftheilen wird gekauft. Schwächeheilen haben wir, glaube ich, schon. So. Ein neuer Zauber. Perfekt. Das waren jetzt insgesamt 5, 6 neue Sprüche für sie. Da fühlen die anderen Mädels sich ein wenig ausgegrenzt. Hm? Erde und Luft. Willkommen in der Luftgilde. Sprung haben wir schon. Schild. Zählt nicht für die ganze Gruppe. Oder? Kaufen wir einfach. Blitzstrahl haben wir. Funkenflug haben wir. Federfall haben wir. Das reicht. Erde war unten. Aber gucken wir hier schon mal für Talana. Wird Wasser zaubern. In der Gilde des Wassers. Nur Standardzeug. Das bringt nichts. Hier ist die Erdgilde. Willkommen in der Erdgilde. Und auch alles nur Standardzauber. Menno. Das ist nicht so toll. Gut, wir wollten noch den restlichen Krimskrams verkaufen. Also das hier. Kann ich euch helfen? Weg, 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 weg. Jetzt kenne ich einen neuen Zauber. So. Und das soll, glaube ich, auch erstmal reichen, oder? Was können wir hier noch machen? Wir könnten Geld in der Bank einzahlen. Was, glaube ich, eine richtig gute Idee ist. Einzahlen. 40.000. Das heißt, wenn wir jetzt sterben würden, würden wir nur 11.000 verlieren. Weil das wäre sehr, sehr schmerzhaft, wenn 50.000 einfach so puff weg wären. Was als nächstes? Die Quests führen uns jetzt eigentlich nach Bracada. In die Zwergenmine, damit wir da die Zwerge befreien, damit die Zwerge uns helfen, unser Dorf aufzubauen. Haben wir noch irgendwelchen Kleinkram, den wir vorher machen können? Drachen töten. Nein, das Geisterhaus. Wir könnten auch zurück zu den Hügelgräbern und dann noch weiter aufräumen, aber das bringt uns momentan nur wirklich Gold. Und wir haben eigentlich einigermaßen Steinmoliten suchen. Ja. 3 Statuen, nee. Also wirklich sowas Kleines, Schnelles haben wir nicht. Gucken wir mal, wo die Pferde uns hinbringen würden. Hallo, ihr wollt reisen? Tularianischer Forst. Nee, ich glaube, ich habe eine Idee, wo ich jetzt hin will. Und zwar gibt es noch ein... Hallo, ihr wollt reisen? Arena. Die Arena passt sich uns an. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt rein wollen. Hm. Na komm, wir haben gerade das Gold auf die Bank gebracht, ne? Es geht sofort los.
Also los, gehen wir rein. Geronimo. Oh, Bonne. Okay. Na, oh, oh. Au. Es geht eigentlich. Oh, 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 Heilung, Heilung, Heilung. Heilung auf dich. Heilung auf dich. Eigentlich sollten wir Regeneration benutzen, ne? Zauber, Regeneration. Heilung, Regeneration. Weil dann regenerieren wir durchgehen, während wir hier rumlaufen, zickzack. So, da ist noch so ein komischer Magier. Die sollten wir als nächstes ausschalten. Das tut irgendwie weh. Oh, 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 oh. Einmal noch Regeneration für dich. Ganz so viel bringen tut die Regeneration eigentlich nicht. Wow. Heiltränke. Mehr Heiltränke. Au. Erledigt. So, Baum, Baum, Baum. Ein Magier ist da noch. Au, au. Wow, oh, oh. Luna Nera. Heiltrank. So. Ich will jetzt den einen Magier. Oh. Die zwei Magier umbringen. Weil die sind die einzigen, die einigermaßen ausweichen können. Die Bäume dürften wir eigentlich gut rumtanzen können. Hat er sich gerade geheilt? Das fände ich nicht so schön. So super mit dem Ausweichen klappt das auch nicht. Au. Wenn ich schräg laufe, ja. Boah, das wird ewig dauern. Das Ganze für 3000 Gold. Ja, rentiert sich. Und für die Ehre. Das ist auch ein guter Punkt. Wobei das sogar wirklich Ansehen bringen müsste. Also, das, was ich euch gerade nicht zeigen kann. Diese Schriftrolle da unten rechts. Wo man unseren Ruf sehen kann. Und unsere Gesinnung auch. Au. Gesinnung wird es nicht bringen, aber Ruf. Stirbt mal einer von euch? Boah. Das sind doch dieselben Bäume wie bei den Elfen, oder? Da hatten wir doch zwei, drei umgebracht gehabt. Einfach so im Vorbei. Oh, oh. Gehen. Ah, Rüstung kaputt. Nicht schön. Nein, du solltest einfach nur einen Trank trinken. Wir sind aber alle ganz schnell angeschlagen. Komm schon. Ha. Nur noch drei Stück. Treffen alle gar nicht. Wie kann man so einen Riesenbaum verfehlen? Hier mal einen Nahkampf. Vielleicht macht Gerogon ein bisschen mehr Schaden und Lunanera wird gleich vorgeschlagen. Ach! Das ist nicht schön. Du. Mana-Trank. Du. Mana-Trank. Und jetzt Säure strahlen wir die alle weg. So geht das schon mal gar nicht hier. Säurestrahl geht durch. Ah, okay. 14 Schaden. Au. Tot. Wir könnten jetzt schlafen, aber das lassen wir mal. Hm, kein Mana. Keine Mana-Tränke und sie kann noch nicht mischen, weil sie tot ist. Wir könnten die Regenzien zwar ihr geben, aber da wird der Trank bei weitem nicht so stark. Das ist jetzt nicht schön. Aber na gut. Dann halt wieder Pfeil und Bogen. Und
Nahkampf lassen wir echt. Das war keine gute Idee. Jo, gleich kaputt. Ein Schadenspunkt. Ja, 10 schon besser. So, letzter Baum. Also wir sollten, wenn wir hier nochmal reingehen, immer schön Heil- und Mana-Tränke dabei haben. Sonst wird das nichts. Und fertig. Mal gucken, wie viel wir jetzt kriegen. 3080. Das werden wir aber auch brauchen, um sie wieder zu beleben. Wobei hier in Harmendale ist ja doch relativ günstig ist. Hat es denn was gebracht? Wir sind bei minus 15. Ruf haben wir wahrscheinlich bekommen. Warum sind wir immer noch bei minus 15? Wir haben doch jetzt das heilige Licht zurück zur Kirche gebracht und wir sind Mönch geworden und nee. Und die jubeln uns auch zu. Ihr braucht unsere heilenden Kräfte. 500. Ja, okay. Vorsicht, das ist wirklich günstig. Euren Wegen. Aber jetzt würden wir eigentlich ganz gerne nach Erasia. Und von da aus würde ich gerne nach Norden. In das Gebiet, was für uns nicht ganz so nett sein soll eigentlich. Nämlich Deja. Aber da könnten wir noch ein, zwei Lehrer finden für Sachen, die wir ganz gut gebrauchen können. Namentlich nämlich Platte, Bogen. Also Bogen finden wir wahrscheinlich bei uns. Aber ja, allgemein mal weiter nach Lehrern suchen. Platte bräuchte er, Waffenmeister, Kondition, Bogen, Meditation, Alchemie. Wir müssen vom Ding vorher reparieren. Alchemie. Und Schild gab es hier schon irgendwo. Das ist er nämlich schon geworden. So, kannst du das hier reparieren? Good as new. Ja, sehr schön. Du noch was Kaputtes? Nein. Direkt nach Deja? Nee, wir wollten auch noch die Erze verbrauchen. Für was, weiß ich noch nicht. Also Waffenrüstung oder Kinkelitzchen. Wobei Kinkelitzchen meiner Meinung nach halt am meisten bringt. Und es werden eh nur ganz billige Erze gewesen sein. Also ja, komm, Kinkelitzchen. Das ist kein Kinkelitzchen. Also ja, es ist ein diverser Gegenstand, aber das ist ein sehr mächtiger Gegenstand. Also sind pinke Erze die besten Erze? Hör mal. Ich weiß das nicht. Ja, das kannst du auch nicht wissen. Das ist einer der besten Helme, den es gibt im Spiel. Also von der Art her. Ja, wir hätten gerne mehr davon. Bis jetzt alles Durchschnitt. Der ist ja, auch Durchschnitt. Und vorbei. Ups. Haben wir noch irgendwo welche? Nee. Ja, gut, dann sag mal an. Ich weiß das nicht. Zauberpunkte plus 9. Das wird ersetzt. Können wir das wirklich brauchen? Ist besser als ein brauner Umhang, der nichts macht. Das kann ich nicht erkennen. Können wir das wirklich brauchen? Träger ist resistent gegen Erkrankungen. Nö. Das wird verkauft. Das wird verkauft. Und noch so eine komischen grünen Stäbe, die wahrscheinlich keine Ladung haben. Ja, okay. Die beiden Sachen hätte ich ganz gerne identifiziert, bevor ich irgendwas anderes mache. Hier. Kann 10. ich euch helfen? Einfach nur plus 12? Nichts. Den behalten wir aber trotzdem für später. Nämlich Sachen verzaubern. Ich denke, das wird ein recht mächtiger Ring sein. Dementsprechend kommen noch mächtige Verzauberungen rauf. Und den Helm kriegt einfach so Gerogon. Der hat ja noch so ein Standard-Dingens hier. Auch wenn das nicht wirklich toll aussieht. Yeah. Aber ja. Und den bekommt auch Gerogon, damit wir nicht aus Versehen verkaufen. So, wird mit Äpfeln eingemauert. Okay. So, nächster Schritt. Deja. Also erstmal nach Osten und dann nach Norden bei den Banditen vorbei.
Aber das machen wir nächste Folge. Jetzt wird erstmal abgespeichert und wir sehen uns dann wieder. Also bis gleich.